Moin, Johannes hier und ich spiele eine Runde Blitzschach gegen Henry Schach. Bisschen verwirrend, aber wir kriegen das hin. Auf dem 3D-Brett mal wieder zur Abwechslung und ich möchte mal die ganzen Geschichten hier mit Springer nach G5 vermeiden. Ja, ich habe lange nicht mehr gegen Henry Schach gespielt. Es gibt aber schon Partien, die ihr auf dem Kanal sehen könnt. Mal gucken, wie es diesmal ausgeht. 8 zu 3 ist meine Bilanz. Die letzten drei Spiele habe ich gewonnen. Kann man da unten bei Lichess immer ganz schön sehen, sodass man auch ein Bild davon hat. Ich wollte den Läufer ziehen. Mit wem man es zu tun hat und ob einem ein Gegner liegt. Es gibt ja tatsächlich Gegner, mit denen kommt man irgendwie gut zurecht, obwohl die Wertungszahl das überhaupt nicht vorsehen würde, in Anführungsstrichen. Und andere Gegner, mit denen kriegt man irgendwie kein Spiel nach eigenem Gusto hin, obwohl man sie eigentlich regelmäßig schlagen müsste, laut der Bewertung. Ich biete Henry Schach mal die Möglichkeit, hier mit G4 meinen Läufer nochmal zu jagen. Möchte er nicht. Ich wollte aber auch nicht seine Dame auf F3 stehen haben, deswegen habe ich nicht geschlagen. Was ist mit der Variante jetzt? Das müsste doch ganz nett funktionieren, um die Dame zu bewegen. Und dann zu überlegen, ob ich vielleicht die G-Linie aufreißen kann. Das sollte gehen. Alternativ kann ich den Läufer schlagen und einen Doppelpawn auf der B-Linie erzeugen. Aber ich glaube, die offene G-Linie ist mir deutlich lieber. Und zwar so mit Schach. Zwingt ihn eigentlich mit dem G-Bauern zu schlagen. Jetzt würde ich natürlich gerne meine Dame nach G5 stellen. Allerdings ist sein Läufer hier noch zu gefährlich. Ich habe jetzt einen gefesselten Bauern hier auf F2. Ich habe einen schwachen Bauern auf F3. Vielleicht kann ich Dame nach. Ups. Ja, naja. Ihr seht, was ich gemeint habe, die Dame nach H4 spielen, drohe hier zu schlagen und dann hier oder auch direkt schon auf G3 Schach zu geben, weil der Bauer eben gefesselt ist, habe ich ja gerade gezeigt. Das sieht mir erstmal spannend aus. Wenn ich den Bauern auf H3 schlagen kann, dann kann ich Druck auf F3 machen. Das ist jetzt erstmal vom Tisch. Wie kriege ich den Angriff weiter? Ich könnte mit dem Läufer hier schlagen. Das ist, glaube ich, deswegen gut, weil ich hier zweizügig matt drohe. Dame G3, König H1, Dame schlägt H3 matt. Das heißt, er muss im Grunde schlagen mit seinem Turm, muss die Qualität aufgeben. Und auch dann habe ich eine schöne Stellung mit meiner Dame auf F3. Jetzt muss ich einmal noch kurz gucken, ob mein Matt wirklich durchdringt. Das tut's. 1 und 2. Ich würde sagen, wir spielen eine Revanche direkt im gleichen Video noch. Und diesmal darf ich wieder mit meiner geliebten Bird-Eröffnung anfangen. Es steht 9 zu 3 und ich muss mir mal angucken, was dieser Kasten hier bedeuten soll. Current Match Score. Okay, vielleicht sollen das die Matches. Ah, okay, das ist. Nein, es macht keinen Sinn. Es macht nicht wirklich Sinn. Aber gut, ich muss erstmal spielen. Wenn ihr es verstanden habt, erklärt es mir gerne in den Kommentaren. Während der Live-Partie ist mir das jetzt zu viel Zeitaufwand, aber immerhin haben wir 5 Minuten Bedenkzeit. Das ist für meine Verhältnisse relativ viel. Ich spiele es auch durchaus gerne kürzer. Aber als langjährige Zuschauer auf meinem Kanal wisst ihr das ja bestimmt schon. Ja, ich habe hier den Springer gerne stehen, so ein bisschen ein Stachel im Fleisch. Ich kann jederzeit zuschlagen, wenn ich möchte, aber im Prinzip bin ich mit der Stellung da erstmal ganz zufrieden. Wir sind jetzt relativ symmetrisch aufgebaut, was die Läufer und den Springer hier angeht, auf der C-Linie, C3 bzw. C6. Und ich versuche da mal so ein bisschen ein Ungleichgewicht reinzukriegen über den A-Bauern. Okay, also Henry fängt an, mit seinem Springer so ähnlich zu hantieren, auch in mein Gebiet einzudringen und meinen Läufer im Wesentlichen zu bedrohen. Was ist denn mit so einem Vorstoß? Ich glaube, der geht noch nicht durch. Nee. Hier irgendwo den Springer aus dem Weg räumen. Vielleicht ist das der richtige Weg. Ich drohe hier zu schlagen. Und drohe hier mit dem Springer zurückzunehmen.
Da sind wir uns einig geworden mit. Und jetzt versuche ich Material auf den Königsflügel zu kriegen. Kriege ich natürlich auf dem Weg erstmal nicht. Habe auch das Läuferpaar aufgegeben. Vielleicht müssen wir dann noch mal ran. Vielleicht so. Um das Läuferpaar wenigstens auch für Henry zu zerstören. Das Ziel wäre erreicht. Die F-Linie öffnen. Mein zweites Ziel in der Börde-Öffnung ist auch erreicht. Jetzt ist halt die Frage, wie ich mehr Druck auf diese F-Linie bringe. Kann ich mit dem Springer zum Beispiel hierher? Das sieht mir mal ganz interessant aus. Deckt sicherheitshalber nochmal ein G2, öffnet die Linie, aber vor allem für die Dame. Und blockiert die Wirkungslinien, die seine Dame von G5 aus haben könnte. Problem ist halt, ich kriege meinen Bauern hier nicht aus dem Weg, sonst hätte ich natürlich lieber in Richtung der Dame geguckt und nicht so umgekehrt, was die Dame vielleicht da vorhaben könnte. Aber ich kriege den Bauern hier nicht weg, weil ich den Springer wiederum nicht wegkriege. Der F-Bauer ist weg und der D-Bauer ist zu weit vorgerückt, um den Springer noch anzugreifen auf E4. Das sind also Felder, die für Springer oder auch für einen Läufer immer attraktiv sind. Felder, auf denen sie nicht von Bauern angegriffen werden können, sondern maximal von gleichwertigen oder eben halt höherwertigen Figuren. Die möchte man aber in der Regel ja nicht freiwillig investieren, um so einen Angriff zu fahren. Okay. Wahrscheinlich ist das Ziel, den Läufer langfristig hierher zu kriegen. Das heißt, ich versuche mal einfach nur die Konfiguration da am Damenflügel aufrechtzuerhalten. Einmal zu schlagen und jetzt hat er wieder das Problem, dass er seinen Läufer zumindest nicht so einfach nach B5 kriegt. Da hätte er den Turm angegriffen, jetzt versucht Henry hier wahrscheinlich zu decken, aber es ist immer noch ein Bauer. Ich habe da also erstmal keine Angst vor. Und versuche jetzt mal seine Dame zu verjagen mit Turm G3. Turm G3 und dann hat sie nicht viele Felder. H6 wahrscheinlich noch, H4 theoretisch. Zeitmäßig liegen wir gleich auf, beide 245 Rest. Also etwa die Hälfte unserer Zeit. Und dann gucken wir mal, wo er sie. Oh! Das war doof! Das war doof. Anders kann man das nicht sagen. Kriege ich den. Das ist ja richtig beschissen jetzt. Vielleicht kann man noch ein bisschen was tricksen. Muss ich ja versuchen. Hilft ja nichts. Neu übrigens bei Leeches ist diese Materialbewertung hier. Das ist gerade für Anfänger vielleicht auch irreführend, aber als grobe Einschätzung natürlich immer mal so ein Anhaltspunkt. Ich kann jetzt zumindest diesen Bauern behalten, der sonst direkt noch gefallen wäre. Aber die Bauernkonfiguration am Königsflügel ist natürlich eine Katastrophe. Verdoppelte Türme. Ja. Versuchen wir mal hier voranzukommen. Springer G5. Nebst zweizügiger Mattdrohung wäre so der nächste Gedanke. Den hat er erstmal ja, ausgeräumt, wäre vielleicht zu viel gesagt, hoffentlich zu viel gesagt. Den hat er erstmal erkannt. Ich meine, jetzt ist es halt eh wurscht, jetzt kann ich auch Material reinstecken. Jetzt versuchen wir halt noch Harakiri irgendwie auf H6 zu opfern, in der Hoffnung, dass da irgendwie was bei rausspringt. Das kann durchaus mal klappen. Problem ist vielleicht, dass Turm B1 mit erzwungenem Turmtausch und Schach ja, mich bindet, zeitlich bindet. Ich habe wahrscheinlich, ja, dann am liebsten hinten verschwinden. Ich hatte gedacht, ich muss F2, König F2 spielen, aber König H2 ist natürlich nochmal eine Option, wo der König tatsächlich nochmal verhältnismäßig sicher steht. Und die Frage jetzt ist, ob ich tatsächlich vielleicht hier hinten irgendwie noch
vorankommen. Materiell ist es im Moment auch gar nicht mal so schlimm. Plus 2 jetzt, nämlich 5 Punkte für den Turm, den Schwarz mehr hat. Minus 3 Punkte, die etwa der Springerwert ist. Und jetzt auch nochmal leichten Zeitvorteil, vielleicht geht's ja. Naja, es hilft nichts. Zwei Bauern für Bauer und Springer. Jetzt versucht er die Dame abzutauschen. Das kann ich natürlich auf keinen Fall mitmachen. Interessant ist, wenn er Dame jetzt dazwischen stellt, habe ich Dame D8 mit Läufer gewinnen. Ist also vielleicht schon eine Stellungswiederholung, die ich hier herbeiführen kann. Weil ich jetzt hier Schach geben kann. Er kann nichts dazwischen stellen, muss zurück. Kommt mir jetzt entgegen, aber ich habe den Finger drauf. Er kann nur zwischen diesen drei Feldern hin und her oszillieren oder vier. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn ich hier rüber gehe, kommt die Dame dazwischen, habe ich mit dem Springer noch einen Schach. Nee, wenn die Dame dazwischen kommt, habe ich hier das Schach mit der Dame. Ist noch schöner. Auch wieder mit Läufer gewinnen. Also das könnte durchaus was werden. Und ich habe, ja. Gut, ist nicht ein Läufer gewinnen, das war falsch. Ich kann die Dame wieder dazwischen stellen. Aber jetzt habe ich doch auch wieder eine Stellungs- bzw. Zugwiederholung, die ich erzeugen kann. Und dann gehen wir da mit Remis raus oder habe ich mehr? Mal kurz nachdenken, habe ich mehr? Ah, ich bin materiell so weit zurück. Dieser Turm hier unten, der tut mir noch weh. Ich biete mal Remis an, sonst machen wir es über die Stellungswiederholung. Jo, vielen Dank für die Partie, Henry Schach. Ich gucke mir die mal ganz kurz noch auf dem Analysebrett an. Werde hier auch mal die Computeranalyse anfordern, um zu sehen, ob es denn jetzt im Moment ist es tatsächlich wirklich Remis. Also es ist für mich nicht mehr drin gewesen. Das ist ja schon mal auch immer gut zu wissen. Er hätte mit König G8 tatsächlich das noch verhindern können. Kann man hier einmal zeigen. Statt Dame H6 gewonnen ist es nach König H8. Weil ich jetzt einfach keinen Anschlussschach habe. Hier ist der Läufer drauf. Und ansonsten habe ich gar nichts. Ups. Am ehesten hätte ich dann wahrscheinlich sowas versucht, mit dem Springer noch ins Geschäft zu kommen. Aber die Dame deckt einfach wirklich alles ab. Also das wäre für mich glatt verloren gewesen. Und der Computer ist jetzt schon so überzeugt von seinem Sieg, dass er einfach den Bauern durchzieht. Oder zumindest den Bauern zur Waffe macht und dann habe ich als Weißer, ihr seht es an der Bewertungsskala hier, keine Chance. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Partie an Henry Schach und euch vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.